Willkommen zurück zum neuen Video. Im letzten Video sind wir da stehen geblieben, dass ich die Schalker-Farm-Verlinkungen getroffen habe und schon den Place to be gefunden habe. Und heute geht es natürlich damit weiter und zwar in sehr großen Steps. Ich würde sagen, schaut gerne auf meinem Discord vorbei, schaut gerne in den Twitch-Livestreams vorbei und dann würde ich sagen, rein ins Video. Viel Spaß. Im Ocean is Gravel, ja, sorry, vergiss es, Digga. Ich würde sagen, wir synchronisieren mal das andere Portal auf der anderen Seite auch nochmal. Kann mal jemand minus 56 1480 durch 8 rechnen, damit wir das auf der anderen Seite synchronisieren können. Das wäre super, super geil, Digga. Und dann würde ich sagen, wenn wir das Portal synchronisiert haben, können wir als nächstes den 6er-Beacon setzen. Und bei dem 6er-Beacon müssen wir auch mal gucken. Eigentlich wäre es am schlausten, wenn wir den genau hier setzen. Obwohl, da müssen wir nochmal auf die andere Welt für gehen. Weil da weiß ich nicht genau, wo ich den jetzt setzen kann. Da wäre es nice, wenn wir da einen genauen Punkt finden, wo wir den setzen, dass er da auch bleiben kann für immer. Wisst ihr, wie ich meine? Okay, danke für die Koordinaten by the way im Chat. Dann setzen wir es jetzt um und wichtig ist, das muss nach East facen. Ich will das alles genau ordentlich haben. Ah, die Frage ist, ob es auf der anderen Seite auch auf nach East faced. Warte mal, wir gucken mal kurz auf der Schalker-Farm-Welt. Ja, das faced auch nach East. Okay, das war wichtig. Ja, weil theoretisch, guck mal, wir können von dem Portal direkt, also wenn wir gleich das Portal neu gesetzt haben, 1, 2, 3, 4, 5, oh, scheiße, 2, 3, 4, 15, 16... Wisst ihr, dass wir es hier in der Mitte halt bauen? Das wäre ein Dream, Digga. Wisst ihr, dass wir hier dann den 6er-Beacon im Prinzip haben? 1, 2, 3, genau. Oh, hier ist perfekt, guck mal. Also merkt euch mal, 16 Blöcke und dann 2 nach Süden. So, pass mal auf, dann kommt der Scheiß jetzt hier auch erstmal wieder weg. Das war ja voll für den Arsch. Heißt hier und hier. Scheiße, verplaced. Und zack. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Und warte, haben wir East gefaced? Ich bin so ein... Ach du... Oh Gott. Und dann facing nach East. Heißt genau auf dem Block hier vor mir, genau. Zack. Jetzt funktioniert er wirklich. So, aber okay, warte, das haben wir. Dann machen wir jetzt mal unseren Beacon-Start klar, Chat. Der wunderschöne 6er-Beacon. Mit wie viel, wie weit muss ich raus? 16 Blöcke und dann 2 zur Seite, wa? 2 nach Süd. Also nach links. 1, 2, 13, 14. War der Beacon dann so, Chat? Also so hier mit 3? Oder war der so, dass hier der dritte Block im Prinzip war? Ich glaube, das war so, oder? Ich bin der Meinung, es waren die 3 hier. Aber bin mir nicht ganz sicher. Es war so, wie du es hast. Genau so, ne? Also kommt das hier im Prinzip weg. Das und das hier sind unsere 3 Rauhauptblöcke. Heißt, 8, 81. Zack. So, dann bauen wir uns mal hier runter einfach, würde ich sagen. Einfach fallen lassen. Heißt, das hier ist unser Hauptblock jetzt erstmal. Das hier sind unsere Haupt-6-Blöcke. Ah, ihr Loser, Alter. Guck mal, ja, sieht man auch perfekt, wenn man nach oben kommt. Hier, auf die Blöcke müssen wir uns jetzt konzentrieren, Chat. Ne, wir machen zuallererst den Eile 2-Beacon. Dumm, sich so runterzubauen. Wir machen zuallererst den Eile 2-Beacon schon mal startklar. Und den Rest baue ich mit Eile 2 ab. Hä? Hier ist eine Höhle. 2! Ach du Scheiße, ich hasse Creeper so sehr. Was habe ich denn so Pech mit den Digga? Das waren 2. Die hätten mich töten können, Digga. Ihr Kackviecher, Junge. Weg mit euch. Da ist noch einer. Hä? Nee. Okay, saved. Alles gut. So ein Dreck. Naja, wir bauen einfach hier auf der Höhe, würde ich sagen. 17, das passt auch hier. Die Ebene machen wir noch weg. Da kommt dann im Prinzip die unterste Ebene der Etage hin. Und dann machen wir das hier jetzt erstmal als Hauptetagenblock. Heißt 1, 2, 3, 4. Und dann Etage für Etage, Jungs. Also wir haben jetzt ein Idle 2 Beacon, dann Schnelligkeit 2, Resistenz 2, Stärke 2, Sprungkraft 2. Weil da ist Eile und hier kommt Regeneration. Hä? Ah, man muss noch einen anderen Effekt auswählen oder was? Na, keine Ahnung, bringt mir ja alles dann nichts. Bam. Jetzt? Das schmeckt doch, Digga. Ja. Wie kommen wir jetzt zur Hölle nochmal hier raus? Ich glaube, ich muss mich hochstacken mit den Blöcken. Anders werde ich hier nicht irgendwie wegkommen, du. Wir fangen jetzt gleich erstmal an mit Redstone. Komm her, komm, drop, drop, drop. Ja, dann legen wir uns jetzt ins Bett. Die 6er Beacons stehen, wie ihr seht. Effekte haben wir. Ich würde sagen, wir starten mit dem Redstone-Kram. Wir haben jetzt das erste Abteil soweit gebaut. Das einzige, was jetzt fehlt, wie ihr seht, ist unten. Unten die Knöpfe, die haben wir halt noch nicht. Das, was hier unten ist. Das fehlt komplett. Den Rest haben wir an Knöpfen gesetzt. Die Glasscheiben sind überall drin. Eigentlich alles super.
Ich kann euch jetzt einmal hier zeigen. Wir haben jetzt hier zwischendrin halt dieses Redzone-System mit den jeweiligen Schneegolems. Und ich würde das bis hier hinziehen halt. Bis genau hier, wisst ihr? Dass wir hier dann Schluss machen, dass wir das dann verbinden können einfach. Und dafür nehme ich mir... Ne, dafür nehme ich mir nicht eine Schalker-Chest mit. Eigentlich müsste jeweils Redzone-Blöcke und alles reichen. Aber das holen wir jetzt ran und machen dann mal diesen kompletten Abteil, den ihr hier seht. Das ganze Ding zimmern wir jetzt hoch. Und machen schon mal direkt das Redstone-Teil hier bereit. Das machen wir zuallererst. Also wir ziehen zuallererst die Wand hier hoch und machen nebenbei das Redstone gleich mit nach oben. Genau, weil dann können wir das hier einfach durchziehen einmal. Und dann machen wir das gleiche nochmal. Und das dann wiederholen nochmal zweimal. Es gibt an sich jetzt neue Kanalpunkte-Belohnungen. Ich muss ja auch mal ins YouTube-Video ein bisschen reinpushen jetzt. Ich weiß nicht, wie das integriert wird, aber wir hatten jetzt schon seit so langer Zeit sowas wie Schildmitnahme oder den Statuen, wo wir ja das Projekt hatten. Die Schilderwand haben wir erst gebaut, die kann ich auch hier nochmal kurz zeigen. Auf jeden Fall kam ja jetzt die 1.17 raus. Und in der 1.17 gibt es neue Funktionen. Sowas, also ich glaube, das gab es schon vorher. Der Chat hat gesagt, das gab es schon vorher. Ich habe sowas noch nie gesehen, Digga. Und zwar kann man Schilder umfärben. Also man kann einfach die Farbe ändern. Sowie, ja, man kann das Schild leuchten lassen. Das haben wir auch entdeckt. Und da habe ich ja gesagt, yo, wir machen mal eine neue Kanalpunktebelohnung. Erstmal hier die Schilderwand. Da sind viele Schilder dran aus den verschiedensten Streams. Alles mit Kanalpunkten bezahlt, Digga. Und hier haben wir zum Beispiel zwei Testschilder gemacht, wo im Prinzip die beiden leuchten und halt eine Farbe verändert worden ist, sowie die Holzart. Und jetzt gibt es in dem Twitch-Chat über die Kanalpunkte-Belohnungen nämlich eine Möglichkeit, diese Schilder zu bekommen, denn man kann jetzt einmal ein Schild zu sich ganz normal geben lassen. Dort kann man sich dann direkt die Holzart mit aussuchen. Das ist ein neues Feature, das gab es vorher nicht. Außerdem haben wir zwei neue Kanalpunkte-Belohnungen, denn man kann ab jetzt in dem Twitch-Chat sagen, yo, ich will das Schild, was ich eingelöst habe, leuchten lassen, also die Farbe hier zum Beispiel leuchten lassen, so wie hier. Und ich will mein Schild zu einer bestimmten Farbe umwandeln, wie zum Beispiel hier rot oder weiß oder pink, grün, whatever, halt Farben, die es in Minecraft auch gibt, ne, das muss man ganz klar erwähnen. Regenbogen geht natürlich nicht. Auf jeden Fall leuchten diese Schilder ganze Zähne im Dunkeln und der Plan ist es, sobald der Ember Plus steht, dass man hier halt reinkommt und dann den Keller hat, einen dicken. Und man kommt in den Keller und guckt so und hat die Schilderwand vor sich und so einen dunklen Abteil und da sieht man dann halt diese leuchtenden Schilder oder die Schilder mit anderer Farbe ultra, ultra krank. Das ist das Ziel dahinter. Ebenfalls möchte ich erwähnen, dass hier diese Items mit Namen günstiger geworden sind. Tinokino hat dafür 50.000 bezahlt. Der Arme. Das kostet jetzt 30.000 und ebenfalls wird es noch eine Belohnung geben. Oha, jetzt kostet das nur noch 30. Und es wird noch eine Belohnung eingeführt, dass man im Prinzip sich aussuchen kann, ob dieser Rahmen hier leuchten soll oder normal aussehen soll. Das wird auch definitiv noch passieren. Schreibt bitte unbedingt immer den Namen dazu, der auf eurem Schild steht, weil sonst können die Mods das nicht zuordnen. Das müsst ihr euch ja gemerkt haben, schätze ich mal. Das ist ganz, ganz wichtig, Digga, damit die Mods da Bescheid wissen und wir das auch ändern können. Ihr denkt jetzt so, yo, Bruder, Relation, das ist krass. Mit den Schildern, denkt ihr vielleicht gar nicht, aber es gibt noch mehr, tatsächlich. Denn wir können jetzt mal zum Statue-Projekt fliegen. Davon kennen wahrscheinlich, davon wissen wahrscheinlich die meisten von euch Bescheid, das Statue-Projekt. Wir haben ja ein sogenanntes Statue-Projekt gemacht, wo im Prinzip Zuschauer sich aussuchen konnten, yo, ich will meinen Skin gebaut haben von Valation in sein Projekt. Davon gab es drei verschiedene Größen. Einmal klein, mittel, groß. Bisher gibt es zwei große Statuen und die kann ich euch einmal zeigen und da gibt es jetzt ein sehr cooles Feature. Denn in meinem, oder auf meinem Discord wurde vorgeschlagen, yo, wäre es nicht cool anzubieten, dass da die Statuen oder dass das Statuenprojekt an sich Upgrades bekommt, dass man sich aussuchen kann, dass ein, ja, eine Art Cape hinten dran gebaut wird. Und ich habe mir, yo, Cape bauen ist nicht so schwer, sollte relativ easy bauen. Sieht wahrscheinlich auch als Feature ultra, ultra geil aus, wenn da so ein Cape dran ist. Apropos Cape, Digga, meins ist gar nicht aktiviert. Ach ja, Mom, das müssen wir kurz machen. Ja, so fühle ich mich doch direkt viel besser. Ja, weil ich das Cape jetzt auch hatte, kam, glaube ich, auch der Vorschlag und ich dachte, yo, man könnte das machen. Und das gibt's jetzt. Tatsächlich, Digga. Man kann jetzt für, ich weiß gar nicht genau die Preise aus dem Kopf, aber man kann auf jeden Fall jetzt auch Capes einlösen, indem ihr im Prinzip die Kanalbelohnung einlöst. Dazu schreibt ihr euren Discord-Namen und Tag in die Nachricht. Dann wird euch einer von meinem Team, also wahrscheinlich einer von den Moderatoren, vielleicht auch die Teamleitung, auf Discord als Friend adden. Und dem könnt ihr dann den Screenshot von eurem Cape schicken. Die leiten das dann an mich weiter. Und dann kann ich das im Prinzip in Minecraft nachbauen. Leider gab es keinen einfacheren Weg. Ich hätte da irgendwie eigentlich was Einfacheres wählen wollen, aber einen wirklichen einfacheren Weg gab es da in der Hinsicht nicht. Nicht zu ändern.
Das gibt's jetzt. Es gibt jetzt nicht nur klein, mittel, groß als Statuen und als Capes, sondern es gibt jetzt auch sehr groß. Ihr seht hier vor mir die große Version der Statuen. Das sind hier 96 Blöcke. Es gibt jetzt jedoch noch eine Nummer größer, weil ich es nicht lassen konnte. Denn es steht auch schon im Chat. Es gibt jetzt 128 Block hohe Statuen. Ich dachte mir, yo, wir sind hier ja, glaube ich, auf welcher Höhe sind wir? Auf Höhe 70, genau. Und 128 Block hohe Statuen gehen dann bis Höhe 198. Theoretisch könnte man auch noch riesig einführen, aber das will ich eigentlich erst in der 1.18. Bedeutet, es gibt dann Statuen, die nicht so groß werden wie die Jungs hier. Sondern die gehen dann bis auf wahrscheinlich diese Höhe circa. Bis irgendwo hier, Digga. Das gibt's jetzt alles in meinem Twitch-Chat. Wie ihr die Kanalpunkte, Belohnung oder wie ihr überhaupt das alles bekommt, ist, indem ihr einfach in dem Stream da seid, zuguckt, falls ihr nicht euch unterhalten lasst, wenn es unterhaltsam ist, der Dreck, den ich hier laber. Das gibt's jetzt alles neu. Ich würde den YouTube-Zuschauern viel Spaß im weiteren Verlauf des Videos schenken. War eher eine kleine Werbung als alles andere. Ab dafür. Flügel sehen lit aus, danke, es ist das offizielle Projektbanner, Jungs, hier. Das offizielle Velation-Projektbanner, Junge. Das allerechte. Wir müssen auch das neue Projektbanner mal unbedingt bei der Schalker-Farm platzieren, Junge. Wir haben da noch nicht einmal ein Projektbanner platziert, was ist das denn? Mashallah, Bruder, dass wir das noch nie hier gemacht haben, ist so dumm, Digga. Können wir an die Glasscheiben was? Ne, an die Glasscheiben geht jetzt gerade nicht, ne? Ist an sich hier schwierig, glaube ich, das Banner zu verwenden. Aber hier sieht scheiße aus. Oder, warte, wenn wir das so konstant weiterführen, das könnte vielleicht doch gar nicht so schlecht aussehen. Gib mal her. Das auf beiden Seiten so, aber vielleicht ein Block höher. Ein Block höher, wenn dann auf beiden Seiten komplett durchgezogen. Ja, könnte aber auch scheiße aussehen. Jetzt bin ich am struggeln, Digga. Aber dann würde halt 100... Doch, wir machen das. Wir machen das, Digga. Das ist das Relation-Projekt. Warte, vielleicht, wir könnten das nur alle zwei machen, dass wir immer zwei zwischendrin Platz lassen. So. Oder immer eins außen. Aber dann könnten wir nicht eins in die Mitte machen. Nee, das sieht kacke aus. Wir machen das so, wie ich gerade gesagt habe. Nur mit einem Block höher. Heißt hier. Auf die Höhe, Jungs. Komm hier. Und auf die andere Seite machen wir das auch jetzt noch. Doch, das gefällt mir, Digga. Das gibt so einen richtigen, das ist Relation-Sein-Vibe. Wisst ihr, wie ich meine? Das gibt so einen richtigen Projekt-Vibe einfach. Man erkennt sofort, yo, das kann nur aus diesem Projekt sein. Also, es regnet sehr stark die ganze Zeit schon und wir haben jetzt hier soweit, glaube ich, sehr viel geschafft, Digga. Wir haben die Wände drinne, ne, ich hatte die Wände vergessen, hier die Glaswände, die hier zwischendrin durchgehen. Die sind jetzt aber alle nacheinander da, warte, wir können nochmal kontrollieren, da haben wir auch, ja, perfekt, wir haben alle. Ebenfalls habe ich hier ein bisschen mit den Bannern gearbeitet, also die Banner, die hier sind, kommen weg, das habt ihr ja gesehen. Das hat irgendwie einen sehr charakteristischen, geilen Look, Junge. Einen sehr Velation-mäßigen Look. Wir müssen jetzt einmal dieses Redstone-System, was ihr hier seht, ganz oft wiederholt bauen. Also ich schätze mal, ich werde einfach so ein Testing bauen und werde das dann hier einfach ganz oft rausragen lassen, bis hier nach vorne. Und am Ende verbinden wir das dann natürlich wieder und werden dann generell hier diese ganzen Linien zwischendrin, das Ganze hier, das werden wir alles dann dazu setzen. So, dann haben wir nämlich schon, ich würde dann sagen, wir haben schon über 50% dann erstmal abgearbeitet vom puren Grundbau. Natürlich reden wir jetzt mal nicht über den Schalker-Transport und das, was auf der anderen Seite hiervon endet. Da kommt ja noch eine Menge was. Aber mal gucken. Warte, gehen wir mal wieder auf die andere Welt. Ich habe keine goldenen Karotten mehr. Mir ist die Schalker-Kiste mit den goldenen Karotten ausgegangen. Und genau daran werden wir uns jetzt mal ganz kurz setzen in der Zeit, wo es hier regnet. Muss los, morgen Schule, Digga. Ich hab morgen auch Schule. Auf Chili-Milli. Hab gar keinen Bock auf Schule, wirklich gar nicht. Ich zahle jetzt einfach für eine Fahrt zur Schule und zurück 7 Euro insgesamt, Digga. 7 Euro. Das ist zum Heulen, das kannst du nicht ausdenken. Jetzt habe ich von der Schule so ein Dokument, da ich so eine ermäßigte DB-Bahnfahrkarte hole. Und dann würde ich 30 Euro im Monat bezahlen. Also im Monat, Digga, das wäre Chokusell. So, und das versuche ich mir jetzt irgendwie zu organisieren. Muss aber morgen erstmal mit der Schulleitung reden. Gar keinen Plan, wie das funktionieren soll. So, aber das werde ich ja dann sehen. Das ist auf jeden Fall pure Scheiße, Junge. Goldene Karotte. Nach goldener Karotte. Wir machen jetzt wirklich einfach die Schalker-Kiste vollkommen voll. Dann haben wir wieder für die nächsten Jahrzehnte genug Food. Ich habe immer eine Schalker-Kiste dann dabei in meiner Enderkiste. Und wenn ich wieder Food brauche, Junge, dann gehe ich an die Enderkiste und hol mir geile goldene Karotten. Und dann haben wir die goldenen Karotten. Inshallah. Ist der Regen endlich vorbei. Hier haben wir jetzt auch wunderschön viele goldene Karotten. Ey, das sieht echt satisfying aus. Erstmal, wie gesagt, die Linie und dann Redstone. We'll be right back.
Jungs, 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 der nächste Step ist vorbei. Wir haben jetzt noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen. Aber Wetzel und Heschel schauen wir hier erstmal die Grundkonstruktion plus minus soweit abgeschlossen. Also das Größte. Es gibt jetzt so noch zwei kleine Wege und so. Aber der Step ist durch. Das ist im Prinzip jetzt, wenn ich mich nicht irre, hier das Schalker Nachfüllsystem, was ihr hier in groß seht. Das hier. Das Schalker Nachfüllsystem und das Wetzel, was dazugehört, gehört alles dazu, ne? Also ich hoffe einfach mal, ich baue das ja eh nur ab. So verstehen muss ich sowieso nicht alles. Hauptsache es funktioniert am Ende. Wartet, ich kann euch das einmal ganz kurz zeigen. Wir haben nämlich hier diesen Abteil oder diese Abteile im Prinzip jetzt durch. Und was uns noch ganz wichtig fehlt, ist das hier. Was uns noch fehlt und wie ich damit umgehe, seht ihr dann im nächsten Video. Ich freue mich auf euch nächste Woche Sonntag um 16 Uhr. Seid dabei.